Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Zoller. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 17. Juli. Gut, wir sind am Vortag direkt weiter angestiegen, über die Marke von 12.400 Punkten geklettert. Am Montag waren wir noch an dieser Marke gescheitert. Gestern ging es dann gleich wieder direkt bergauf. Im Tageshoch wurden sogar knapp 12.470 Punkte erreicht. Damit hatten wir unsere dunkelrote Markierungslinie etwas überschritten, die bei 12.430 Punkten verlief. Das war aber genau der Bereich, wo der DAX dann aus dem Handel gegangen ist, mit einem kleinen Aufschlag von 0,35%. Nachbörslich ging es dann aber wieder etwas tiefer, Richtung 12.410 Punkte. Wir sind weiterhin im Abwärtsmodus, der Kreis ist weiterhin rot und damit erwarten wir weiterhin fallende Kurse. Wir befinden uns aktuell aber in einer Aufwärtskorrektur, die für einen Short-Einstieg genutzt werden könnte. Das Anlaufziel dieser Aufwärtskorrektur könnte sich hier um 12.500 Punkte befinden, wo wir hier noch dieses offene Gap haben. Das könnte eventuell wieder geschlossen werden. Dem steht aber entgegen, dass wir am Freitag den kleinen Verfallstermin haben und die optimalen Abrechnungskurse am Freitag gegen 13 Uhr würden sich im Bereich von 12.300 bis 12.400 Punkten ungefähr befinden, laut aktuellem Stand. Insofern sollte der DAX am Freitag wieder unter die Marke von 12.400 Punkten getaucht sein und irgendwo im Bereich von 12.300 und 12.400 Punkten herumpendeln. Für den heutigen Mittwoch befinden wir uns weiterhin im Short-Modus. Der Kreis ist weiterhin rot. Insofern gehen wir von weiterhin fallenden Kursen aus. Aktuell, wie gesagt, befinden wir uns in einer Aufwärtskorrektur. Diese könnte noch bis etwa 12.500 Punkte laufen. Der Short-Bereich befindet sich heute zwischen 12.450 Punkte rote Linie und 12.480 Punkten dunkelrote Linie. Und der Long-Bereich würde sich heute zwischen 12.320 Punkten dunkelgrüne Linie und 12.360 Punkten hellgrüne Linie befinden. Ich möchte nun im Vergleich eben einen Blick werfen auf den S&P 500. Der befindet sich nämlich hier direkt am Widerstand dieses langjährigen steigenden Trendkanals. Und wir haben am Vortag schon gesehen, der Index ist hier wieder Richtung 3000 Punkte zurückgekommen. Und insofern hat hier die Aufwärtsdynamik schon deutlich nachgelassen. Wir dürften hier wieder vor fallenden Kursen stehen. Es dürfte hier nicht zu einem direkten Durchbruch kommen nach oben, sondern wir haben nun die Marke von 3000 Punkten leicht überschritten und in Folge sollte nun eine Korrektur stattfinden und wenn überhaupt, sollte es danach dann zu einem nachhaltigen Durchbruch kommen, über 3000 Punkte. Eventuell stehen wir aber vor einer längeren Abwärtsbewegung, genauso wie in den vergangenen Jahren. Und sollte der S&P 500 ins Rutschen geraten, dann würde sich dies natürlich auch auf den DAX auswirken, der dann noch kräftiger als zuvor wieder nachgeben würde. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Im Fokus stehen weiterhin die Quartalsergebnisse der US-Unternehmen sowie der Verfallstermin am Freitag. Und charttechnisch bleiben weiterhin die Marken wichtig von 12.500 Punkten nach oben. Unter 12.500 Punkten ist nun mal mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Und die erste Marke nach unten wäre der Bereich, die wichtige Unterstützung um 12.300 Punkte. Sollte der DAX unter diesen Bereich fallen, dann sollte sich die Abwärtsdynamik enorm verstärken und wir dann direkt Kurs nehmen im DAX auf den Bereich von 12.200 Punkten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel und ich melde mich dann am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call.